Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei meinem neuesten Video auch wieder mit dabei seid. Wie ihr wisst, bin ich ein riesengroßer Life is Strange Fan und vor allem die blauhaarige Chloe hat's mir ganz besonders angetan. Ich liebe ihre rebellische Art, ich liebe ihren Style, ich liebe diesen Charakter einfach. Also habe ich mir gedacht, ich mache mit euch einfach ein Do-It-Yourself zu dem Spiel Life is Strange. Alles, was wir dafür brauchen, ist eine Steckplatte und Bügelperlen in verschiedenen Farben. Ich habe grau und rosa, dann habe ich noch blau für die Haare, schwarz natürlich für die Kontur. Wer eine Frisur à la Max machen will, kann natürlich auch braun nehmen und ich nehme immer diese Hammerperlen, weil die einfach von der Qualität am besten sind. Und ich glaube, so viel nachgemachte Perlen gibt es auch gar nicht. Ich habe mir bei Pinterest dann einfach ein Bild von Chloe rausgesucht und habe versucht, das Ganze so pixelmäßig irgendwie ein bisschen nachzumachen, dass es später auch wirklich aussieht wie die Figur aus dem Spiel. Wie man Bügelperlen auf ein Brett steckt, muss ich euch, glaube ich, eher nicht erzählen oder erklären. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr da auch eine Pinzette zum Beispiel zur Hilfe nehmen. Damit könnt ihr dann nämlich die Perlen viel besser auf die Hand kriegen, beziehungsweise auf die Pinzette und ganz akkurat auf diesem Brett draufstecken. Ich habe, wie gesagt, erstmal die Kontur gemacht und dann wollte ich meiner Cleo eine Mütze verpassen, wie sie ja auch im Spiel so oft anhat. Da habe ich mich einfach für grau entschieden, weil das ein schöner Kontrast zu ihren blauen Haaren ist. Die habe ich dann nämlich als nächstes gemacht. Da habe ich einfach rechts und links so eine Art Haarsträhne runterhängen lassen, um diese blauen Haare unter der Mütze anzudeuten. Damit das Gesicht nicht ganz so langweilig aussieht, habe ich mir auch noch rosa Bügelperlen geschnappt und habe damit so Art Rouge angedeutet. Dann kommt die Augenfarbe und natürlich in Schwarz dann die Pupillen. Als nächstes habe ich mich dann dran gemacht, die Hautfarbe zu machen, damit das Ganze auch schön realistisch nach einer Figur aussieht. Ich habe mich hier für so einen dunkleren oder für so einen altrosa Ton entschieden. Es gibt aber von Hama, glaube ich, auch extra noch eine Farbe, die Hautfarbe sein soll. Die geht aber mehr so in Richtung Beige und das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber wenn euch das besser gefällt, dürft ihr natürlich auch eure Chloe in Beige machen. Als ich dann mit dem Kopf fertig war, habe ich mich an den Körper gemacht und da habe ich erstmal mit dem Hals und dem Arm begonnen. Da habe ich immer nur eine Perle genommen, um sozusagen die Hand anzudeuten, die unter dem Pulli oder dem T-Shirt rausschaut. Das T-Shirt habe ich in Weiß gemacht, weil sie ja eine ganz lange Zeit im Spiel dieses weiße Tanktop anhat mit diesem Totenkopf drauf. Ich glaube, es war so ein Totenkopf mit so Zacken. Auf jeden Fall habe ich ihr dann noch eine blaue Jeans verpasst. Und am Schluss noch ein paar Schuhe, natürlich auch in Grau passend zum Pullover. Als ich dann mit dem ganzen Stecken fertig war, das war ungefähr so nach 15 Minuten, habe ich mir mein Bügeleisen geschnappt und ein Blatt Butterbrotpapier oder einfach so Backpapier. Das legen wir einfach auf unsere Perlen drauf und gehen dann mit dem Bügeleisen so lange drüber, bis wirklich die oberste Schicht der Perlen geschmolzen ist und sich die Perlen auch schön miteinander verbunden haben. Sonst habt ihr nämlich später das Problem, dass ihr die Figur von der Platte abzieht und gerade die äußeren Konturen, die brechen dann gerne ab. Nach dem Bügeln müsst ihr eure Figur nur noch so 10 Minuten abkühlen lassen. Am besten legt ihr irgendwas Schweres drauf, damit sie sich auch durch die Hitze nicht verbiegt. Und dann könnt ihr sie schon in euer Regal stellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr noch weitere nerdige Themen habt, über die ich Do-It-Yourself abdrehen kann, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail oder schreibt es mir in die Kommentare oder lasst es auf welchem Weg auch immer mir zukommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch, verabschiede mich in diesem Sinne. Vielleicht spiele ich noch ein bisschen Life is Strange, aber wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal.